einfach mal normal. Kannst du nicht wie alle anderen? Ach, ich bin wirklich das schwarze Schaf der Familie. Es ist wirklich, ich bin so anders, ich bin so anstrengend. Eigentlich möchte nur ich sein dürfen, aber so wie ich bin ich anscheinend eine Belastung. Ich bin wohl wirklich das schwarze Schaf der Familie. Ich habe keinen Bock. Ich fühle mich beschissen damit. Das ist die Wahrheit. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Und die gibt's sofort hier, jetzt auf diesem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Ha, bin ganz außer Puste hier befreit. Also, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie kriegst auch du diesen Bogen hin vom schwarzen Schaf der Familie zum glücklichen, bunten Paradiesvogel? Ich verrat's dir. Mindset, 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 Mindset. So, damit geht's ja schon mal los. Tatsächlich. Was hat sich wirklich, wirklich verändert? Habe ich mich so drastisch verändert? Weißt du was? Ich glaube es nicht mal. Aber ich habe irgendwann mein Denken über mich verändert, was mich und meine Herkunftsfamilie betrifft. Denn ich habe mich lange Zeit wie das schwarze Schaf der Familie gefühlt. Und warum? Nicht, weil ich wegen irgendeiner drogenkriminellen Vergangenheit 5 Jahre im Knast hätte absitzen müssen, während alle sonst in meiner Familie ins Kloster sind oder so, sondern aus dem ganz einfachen Grund, dass ich halt einfach anders bin, schon immer war. So, und das ist jetzt nicht gedacht als, ich lobpreise mich als die Außergewöhnliche. Ich habe das halt oft genug auch zu hören bekommen. Ja? Klar, dass du das wieder machen musst, super speziell. Ja? Musst du immer anders als die anderen und so weiter. So, also diese ganzen Sprüche, kannst, vor allem mein allerliebstes, kannst du nicht einmal normal sein. Ja, was ist schon normal, ne? Der Punkt ist, es gibt im Deutschen einfach diese Redensart ist ein Spruch vom schwarzen Schaf der Familie. Und mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Ich hatte einfach immer dieses Gefühl, dadurch, dass ich für mein So-Sein kritisiert werde und das immer diesen Beigeschmack hat von nicht normal, ja, und als würde ich mich künstlich da immer produzieren, ja, was ich vielleicht in meiner Vergangenheit auch unbewusst manchmal getan habe, in der Hoffnung, dass mich doch jemand mal sehen würde. Ja? Ah, sind ja alles Videothemen für sich, wie ich das gelöst habe, mit dem sieht mich jemand. Na gut, kommen wir anders mal drauf. Jedenfalls habe ich dann mich eingekauft in diese Geschichte, dass ich, weil ich so anders bin und offenkundig zumindest manchmal Familienmitglieder nerve oder es ihnen schwer mache oder was weiß ich, ne? Insbesondere so bei den Eltern, ja, so, da kam irgendwann dieses, ne, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Und das habe ich lange Zeit mit mir umgetragen. Interessanterweise, ich habe das auch oft und lang Leuten erzählt, ja, ich bin halt das schwarze Schaf der Familie, ne? Schon immer mit so einem Lächeln im Gesicht. Aber völlig egal, ob das humorvoll gemeint war oder eben auch nicht, ich habe mir damit dieses Label verpasst und es konstant am Leben gehalten. Und egal, wie lustig du irgendwas meinst oder nicht meinst, ich wäre sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig damit, wenn du solche Witzchen und Scherzchen über dich machst. Weil tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, steckt einfach doch jede Menge Schmerz oder das Gefühl von Ablehnung dahinter. Das ist so, wie wenn eine in der Familie starkes Übergewicht hat, während die anderen schlank sind und dann fängt sie an, sozusagen irgendwann als Rettungsanker zu sagen, ja, ich bin halt das Moppelchen der Familie. So, und die Frage ist, warum sage ich sowas? Oder ich bin die Dicke der Familie. Warum würde ich so Dinge über mich sagen mit so einem Ding, das hat ja einfach nur damit zu tun, eigentlich bin ich in mir drin, traurig über was oder fühle mich abgelehnt oder wie auch immer und versuche halt jetzt mit Humor zu kaschieren. So, trifft nicht auf jeden oder jede zu, das ist mir völlig klar. In meinem Fall war es halt einfach so. Bis ich eines Tages kapiert habe, ich
mache mich zum schwarzen Schaf der Familie. Niemand sonst. Warum? Weil ich mich einkaufe in die Story. Weil ich selber Leuten von mir mit diesen Worten erzähle. Das kann ich keinem anderen in die Schuhe schieben. Die Geschichten, die ich über mich, meine Familie, mein Umfeld, die Welt, dieses Land oder sonst irgendwas erzähle, das liegt allein in meiner Verantwortung. Ich kann auch ganz andere Geschichten erzählen. Für jede Geschichte, wo meine Eltern irgendwas Schlimmes gemacht haben, könnte ich meinen Freunden auch genauso gut eine Geschichte erzählen von etwas Schönem, was meine Eltern gemacht haben. Aber wir sind kein Funken besser als die öffentlichen Nachrichten, ja, über die man sich gerne so oft aufregt, dass Nachrichten immer so negativ sind. Warum sind Nachrichten so negativ? Weil die irgendwann mal festgestellt haben, wenn wir schlechte Schlagzeilen vorne drauf machen, kaufen die Leute das mehr. Das hat auch wieder Gründe, warum Menschen so sind. Aber das haben wir uns einfach selber zuzuschreiben, dass es die schlechten Nachrichten sind, die sich besser verkaufen. Und da, wo halt mehr Geld damit gemacht wird, ja, dann wird es halt so gemacht. Dann kommt halt die gute Meldung auf Seite 4, unten, links. Verstehst du? Und da ist es auch ein bisschen anders. Warum erzählen wir Freunden, Bekannten oder auf Seminaren immer, was alles so schlimm war in unserer Kindheit und was so dramatisch war in unserer Kindheit? Und da, als ich 5,5 war, als mein Opa dann zu mir sagte, du bringst es nie zu was, das traumatisiert mich bis heute noch. Mein Opa ist schuld daran, dass ich es bis heute zu nichts gebracht habe. Als könnte dein Opa was dafür. Ja? Er hat es gesagt, du hast es ihm geglaubt und bis heute hältst du daran fest. Du bist einfach stecken geblieben in diesem 5,5-Jährigen, der sich da eingekauft hat in die Geschichte. Dein Opa hat für dich nicht den Schulabschluss gemacht, dein Opa hat für dich nicht die Berufswahl getroffen, dein Opa trifft nicht deine Karriereentscheidungen. Das bist halt ganz allein du. So, und das sage ich nicht, um mit dem Finger groß auf dich zu zeigen. Es ist eine Möglichkeit, einfach mal drüber nachzudenken. Und du könntest bestimmt auch schöne Geschichten von deinem Opa, von deinem Papa, deiner Mama, deinen Geschwistern erzählen. Aber nein, wir stützen uns immer auf die schlechten Geschichten, weil die irgendwie interessanter sind oder mehr Aufmerksamkeit, mehr Mitleiden und sonst irgendwas bringen. So. Gleich in einem alles abgefrühstückt. Was habe ich dann irgendwann gemacht? Jetzt kommen wir auf das schwarze Schaf zurück. Ich habe mir gedacht, okay, gut, also, das mit dem schwarzen Schaf, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Und aus meiner Sicht ist es im Grunde eine völlig dämliche Geschichte. Mit der kann ich jetzt mal aufhören. Warum will ich eigentlich glauben, dass ich ein schwarzes Schaf bin? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wie könnte ich dann zum Ausdruck bringen, dass ich anders ticke als der Rest meiner Familie oder vielleicht sogar ich anders ticke als der Rest der Gesellschaft, in der ich lebe, ohne mich damit schlecht zu machen? Und dann war's da. Na klar, die Wahrheit ist, ich bin ein Paradiesvogel. Also habe ich vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen, ab sofort diese Geschichte in die völlige Non-Existenz zu schicken mit dem schwarzen Schaf. Das benutze ich überhaupt nicht mehr, alleine um dir heute die Geschichte zu erzählen. Und was ist ein Paradiesvogel? Ein Paradiesvogel ist bunt, schillernd und exotisch. Das heißt, anstatt mir ein Stigma selber aufzudrücken, weil ich so anders bin, habe ich es zu meiner Besonderheit gemacht, zu etwas Exotischem. Und exotische Dinge, die finden wir interessant, da gucken wir mal hin, das ist anders, aber im Sinn von nicht so langweilig wie der Rest, ja, es ist einfach exotisch. Also, und das liegt ganz allein in meiner Macht und meiner Hand. Meine Geschichte lautet, ich bin halt einfach die Exotin. Und was macht das mit mir? Ganz, ganz viel. Und zwar schöne Sachen. Es gibt mir einfach diesen Freiraum, so durchgeknallt zu sein, wie ich will. Gleichzeitig auch so normal zu sein, wie ich will. Weil Paradiesvögel unter Paradiesvögeln sind ja auch wieder total normal. Ein Paradiesvogel muss sich auch nicht künstlich produzieren. Er ist knallbunt und exotisch durch seine pure Existenz und muss sich nicht künstlich aufplustern. Um das geht es hier überhaupt gar nicht. Wir werfen ja einem weißen Pfau auch keine Arroganz vor. Du arrogantes Viech, du hätte ja schon gereicht, wenn du, also Pfauen sind ja schon auffällig, ja? Du hättest ein ganz normaler blauer Pfau werden können. Aber nein, weißer Pfau, schau dir diesen Vogel an. Kein Mensch sagt sowas.
Kein Mensch sagt das in der Tierwelt, da sagen wir, oh, wow, ein weißer Pfau. Aber wenn ein Mensch anders ist, wenn er sich anders kleidet, wenn er anders spricht, wenn er fröhlicher ist als die anderen, wenn er glücklicher ist, wenn es besser läuft, wenn er eine tolle Karriere macht, was weiß ich, kann, ja, sie schau an. So, und der Punkt ist, das sind die Geschichten der anderen. Wenn andere eine Bewertung auf menschliche Paradiesvögel haben, ist das deren Geschichte. Und das, was sie glauben über Paradiesvögel, im Grunde meinen sie, sie würden über mich sprechen, während sie im Grunde ausschließlich etwas über sich aussagen. Das interessiert mich überhaupt gar nicht, weil mich interessiert meine Geschichte. Und da bin ich ein glücklicher, fröhlicher, gesunder, erfolgreicher Paradiesvogel. Und mit der Geschichte geht es mir richtig gut. Kleiner Reminder für dich. Solltest du dir auch noch irgendwie so eine blöde Geschichte über dich erzählen, was mit dir nicht stimmt, warum du außerhalb der Reihe bist, warum das so anstrengend ist und dich keiner versteht und sonst irgendwas, dann ändere deine Story. Ändere sie einfach. Hör auf, dich in diese Geschichten einzukaufen und entscheide du selber, welche du über dich erzählen magst. In diesem Sinne, grüßet dich ein fröhlicher Paradiesvogel. Bis zum nächsten Video.